Herzlich willkommen hier im Bozner Dom und allen Zuhörerinnen an den Radiogeräten. Ich begrüße heute unseren Organisten Simon Brandlechner an der St. Gregorius-Orgel zur Orgelvesper in der Fastenzeit. Es freut uns, dass Simon sich heute erstmals konzertant präsentiert. Er ist einer der Organisten am Dom neben Tobias Kizali und Johanna Feichter. Die Fastenzeit ist die Zeit der Umkehr, der Buße und der Neuorientierung. Es sind sozusagen Grundsätze des Evangeliums und entscheidend für unser Glück in diesem Leben und in der Ewigkeit. Es ist auch die Zeit zum Reflektieren, sich zu besinnen auf das Wesentliche, sich Zeit nehmen zum Innehalten, zum Verzichten, sich zu verändern und einen Wechsel zu vollziehen. Einen ständigen Wechsel erfährt auch die Begleitung des Themas der Passacaglia in D-Moll von Max Reger. Nach einer kurzen, kräftigen Introduktion beginnt im Pedal einstimmig das Thema der Passacaglia. Mit jeder Wiederholung des Pedalthemas verändert sich die Begleitung in Notenwert und Dynamik. Es erwächst ein mitreißendes Crescendo bis hin zum Schluss des Werkes. Wir hören Introduktion und Passacaglia in D-Moll von Max Reger.
Während zu Beginn der Fastenzeit der Fokus auf Veränderung und Umkehr liegt, rückt von Sonntag zu Sonntag bis zur Karwoche hin in den Texten der Liturgie die Leidensgeschichte Jesu allmählich in den Vordergrund. Ein evangelisches Lied, das genau in diese Zeit passt und zu Bachs Zeiten oft gesungen wurde, ist Christus, der uns selig macht. Der Text: Christus, der uns selig macht, kein Bös hat begangen, der ward für uns in der Nacht als ein Dieb gefangen, geführt für gottlose Leut und fälschlich verklaget, verlacht, verhöhnt und verspeit, wie denn die Schrift saget. Wir hören die Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach über Christus, der uns selig macht. Thank you.
Die Auferstehung als Erlösung vom Leid, ein Leben nach dem Tod, die Hoffnung auf ein Leben, ein ewiges Leben, davon erzählt im Wesentlichen die Leidensgeschichte Jesu. Im Lied »O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen« steht allein die Hoffnung auf Erlösung nach dem Tode im Vordergrund. Der Text wurde 1635, also mitten im Dreißigjährigen Krieg, geschrieben. In diesem Kontext ist es für uns völlig verständlich, dass in Anbetracht des Kriegsleids im Tod die Erlösung zu finden ist. So heißt es in der letzten, sechsten Strophe: Komm, o Christe, komm uns auszuspannen, löse uns auf und führ uns bald von dannen. Bei dir, o Sonne, ist der Frommen Freud und Wonne. So erscheint die alljährliche Erzählung der Leidensgeschichte Jesu in der Karwoche als tröstliche Erinnerung für die Menschen damals wie auch heute. O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen, die ihr durch den Tod zu Gott gekommen. Ihr seid entgangen aller Not, die uns noch hält, gefangen. Wir hören die Choralpartita »O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen« von Karl Höller.